Hallo zusammen, hier ist zusammen zocken. Und jetzt geht's wieder weiter mit The Search. Ein paar Tage sind vergangen seit dem letzten Mal. Ja, und ich muss natürlich wie gewohnt mich erstmal ein bisschen umgucken und zurechtfinden. Genau. Apropos, was ist denn eigentlich mit diesen Drohnen hier passiert? Ach so, ja. Die kann ich hier durchschalten. Hat er mich schon gewundert, dass ich den hier drin hatte. Aber es stimmt, ich kann ja alle durchschalten. Okay. Okay, also ich bin Kernleistung 64. Gut. Fertigungskomplex B. Okay. Ja. Genau, es. Ein paar Tage her, seit der letzten Aufnahme, ich glaube. Sie sind nicht tot. Ihre Energie tanzt durch das System. Ich glaube, mehr oder weniger weiß ich, glaube ich, noch, was ihr Sache ist, ne? Das hier hatte ich auf Stufe 3 hochgebracht und das Ding, den Trennschneider auch. Ach so, vielleicht noch mal gucken, ob ich hier alles gemacht habe, was möglich ist. Ich könnte ja mal was anderes ausprobieren. Ich hatte doch vielleicht den hier. Gorgon Helm. Gorgon Armmodul, Beimodul. Aber ich glaube, da fehlt Brustmodul von den Gorgon. Was ist das? Proteus, Kopf, Brust. Wieso heißt das Körpermodul und das Brustmodul? Naja, jedenfalls Körper, Proteus und Arm. Da fehlt mir da Bein. Rhino. Rhino ist, glaube ich, komplett. Aber ich glaube, das ist schwere, ne? Energieverbrauch, Drohne plus 30. Guck mal, Scarab ist auch komplett, glaube ich. Verteidigung. Wenn ich auf Details gehe. Das, was ich aktuell habe. Da habe ich ja schon auf was? Ach, das habe ich nicht aufgerüstet, aufgewertet. Was habe ich denn hier? Blutverschmiertes Proteus-Armmodul. Aha. Puh, ich komme nicht mehr mit. Ach ja, ich wollte mir das ja auch eigentlich auf Screen mal anschauen. Hier, doch. Achso, doch. Also ich habe das schon aufgewertet. MK2. Dafür brauche ich Exogerüst MK3. Aha, Mikroprozessor MK3. Sättig. Hier brauche ich zweimal 18 Stück. Das könnte ich alles nach oben bringen, aber es bringt mir halt nur ein bisschen mehr Verteidigung, ne? Ja. Deswegen, ich lass es erstmal. Ja. Gib So. Acht auf deine Kollegen. Sie geben Ja, Acht auf danke. dich. Ich weiß jetzt gar nicht, wo muss ich jetzt wohl hin? Ach genau, ich war in den vorderen Bereich, also in den ersten Bereich und habe da da hatte ich Willkommen, ja, Warren. genau. Da hatte ich was
freigeschaltet. Wo ist denn hier der Gegner? Hier gibt es doch normalerweise einen Gegner. Material erbaut. Vielleicht hat sich was verändert. Weitergehen, so, ne? Arbeiter. Dieser Bereich ist nicht sicher. Ach, ich empfehle... Oh, du bist's. Wie geht's meinem weißen Ritter? Hey, hast du deine Zunge verschluckt? Die Irina. Tut mir leid, dass ich dich nicht erkannt habe. Es ist nichts Persönliches, nur ich bin hier gerade an was dran. Die brauchen mich. Es gab einen Sicherheitsverstoß in der Forschungsabteilung. Große Sache. Wir müssen das Gebiet räumen, also du solltest nicht hier rumhängen. Du gehörst zum Werkschutz? Also, du gehörst zum Werkschutz? Ich hätte gedacht, die Uniform spricht für sich, wo wir gerade beim Thema sind. Ich muss mich um meinen Kram kümmern. Der Chief reißt mir den Kopf ab, wenn ich nur mit halbem Equipment aufkreuze. Glaub, was du willst, aber ich denke nicht, dass du zu denen gehörst. Was? Ich... Kennen wir uns? Ich meine, nein. Ja, wir kennen uns, nur... Ich weiß deine Sorge zu schätzen, aber... Ich bin bereit. Jedenfalls, sobald ich den Rest meiner Ausrüstung habe. Verdammter Hell. Wo habe ich dich versteckt? Und habe ich echt Bein- und Körperschutz verlegt? Aha. Du bist Ingenieurin, Irina. Erinnerst du dich? Du hast mir das selbst erzählt. Eine Ingenieurin? Ich kann nicht mal eine Schraube festziehen. Bitte, ich... Mein Schädel. Ich habe dafür jetzt keine Zeit. Hey, alles in Ordnung? Nein, ist schon okay. Es ist nur... Es passiert so viel. Irgendwie ist alles außer Kontrolle. Der Lärm, die Schmerzen. Manchmal fühlt es sich fast an, als könnte ich meine eigenen Gedanken nicht mehr hören. Also ich glaube, die Rüstung oder so nimmt Macht von ihr. Kann dich nicht ohne anständige Ausrüstung da rauslassen, oder? Ich weiß, du meinst es gut, aber... Ich brauche ein komplettes Gorgon-Set. Werkschutzstandard. Okay, wenn du vom Werkschutz bist, dann weißt du, was hier los ist, richtig? Diese Information unterliegt der Geheimhaltung. Und selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht. Die Ermittlungen dauern an. Ja. Ich muss los. Versuch dir keinen Ärger einzuhalten. Dito. Also, sie will diesen Gorgon-Anzug... Ich weiß gar nicht, ob ich die Teile hier finde. Jedenfalls, ich habe es ja noch nicht hergestellt. Ich könnte aber. Schön, dich zu sehen. Und das mache ich dann auch. Und zwar hier. Wobei, ja, komplett habe ich den ja selber nicht. Also ich habe die Schemata? Oder Schema? Habe ich nicht. Was brauche ich denn? Ah ja, den Körper. Aber das kann ich ja schon mal herstellen. Das ist ja kein Problem. So, Bein. Und Körpermodul wahrscheinlich. Aber sie hatte ja schon einiges. Warte mal, dann gehe ich nochmal zu ihr hin. Was ihr fehlte, war, glaube ich, ein Bein und ein Helm, oder? Oh, du bist's. Ich hab grad... Der Chief wird mich um... Kann dich nicht ohne anständige Ausrüstung da raus. Dann lass sehen, was du hast. Hier, ich denke, der Helm sollte passen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke. Ein Stück näher dran, wieder ich selbst zu sein. Versuch's damit, sollte das Richtige sein. Hey, das heißt, ich muss nur noch das letzte Teil finden. Danke. Ja, also welches? Tut mir leid, ich kann dir gerade nicht helfen. Ich bin ein großes Mädchen. Ich kann auf mich aufpassen. Ich muss los. Dito. Okay. Aha. Zeig mal. Also sie hat...
zwei Armmodule. Ja, ein Brustmodul. Das ist, was ich nicht herstellen kann, ne? Also muss ich von diesen... Ach, da sind sie ja wieder. Dann lass mich mal an eure Brust. Oh. Ah, da ist die Tür geöffnet. Wie ich gesehen habe. Wo ist er? Nee! Scheiße. Das war ziemlich schlecht von mir. Aber da in diesen engen... In dieser Enge ist es ein bisschen schwieriger. Okay, versuchen wir es nochmal. Vergiss nicht. Sicherheit bei der Arbeit ist unsere höchste Priorität. Und sollte auch deine sein. So, alles noch gut bei ihr. Alle Beinteile noch dran, ja. So. Ach, jetzt hat sie. Hat das keinen Brustkörper. Das ist dumm. Das ist etwas dumm. Das ist ja, was ich brauche. Wolfram-Legierung 4. Okay. So, was wäre, wenn ich hier... Da ist ein Aufzug. Da ist irgendwas. Da geht's nicht weiter. Wenn ich hier nochmal nach Hause gehe, ob der vom Werkschutz hier nochmal wiederkommt. Das versuche ich mal. Hallo. Weil wir brauchen diesen. Diese Brust. Diesen Körperteil. Schönen Tag, Warren. Schönen Tag, Warren. Ah, nee, ist doch, der ist wieder da. Gut. Aber wieder kein Körper. Okay, aber dann hole ich mir den trotzdem. Gibt ziemlich gut Punkte. Nee. Okay, 1300. Ich hatte eigentlich mit mehr gerechnet. Hm? Was haben wir denn da hinten? Ach so. Ach so. Nee. Nee, also, als erste Aufgabe gilt es da diesen... diesen Brust, Hallo. Brustteil zu bekommen. Und das machen wir auch. Komm jederzeit wieder. Ach, schon wieder kein Körperteil. Was soll das? Oh, tschüss. Benötigst du Hilfe?
Hilfe, Warren? Nein. Okay. Schönen Tag, Warren. So, hat er jetzt einen? Auch nicht. Komm, dann gehe ich auf einen anderen. Auf den Kopf. Oder auf den Arm. Weiß gar nicht, ob ich seine Waffe habe. Nee. Das läuft nicht gut. Oh mal, warte mal. Ja. Er hat irgendwas fallen gelassen. Armodul. Jo, okay. Mal zurück. Er muss doch irgendwann wieder sein Körperteil, Körperrüstung sein? Haben. Schönen Tag, Warren. Schon wieder nicht. Soll das? Geht doch. Willkommen, Warren. Das gibt's doch nicht, dass er mir keine. Sei vorsichtig da draußen. Kein Körperteil mehr gibt. Komm, ich einmal noch. Ich. Kein Bock mehr. Ne. Gibt er mir nicht mehr. Nee! Fuck. Da bin ich runtergerutscht. In der Animation. Runtergerutscht. Na gut. Okay. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. So, aber er kommt ja nicht. Ah, jetzt hat er. Wo ist denn meine. Achso, ich hatte keine. Ne? Wisst ihr schon, was ich meine. Och nee, ne? Was ist denn jetzt los? Kam dieser Hund da hinten auch noch. So, warte mal. Ah. Ach, Mann. Ist auch noch die Drohne. Was ist denn? Nee. Oh. Okay, die Drohne ist schon mal weg. So, Körper. Hui. Okay. Nee, ne? Plötzlich wieder diese super Probleme hier. Warte. Warte mal. Yes. Okay. Ich habe, was ich wollte.
stellen wir das mal her. Hui. Mir aber einiges gekostet. Nö. Okay, wo ist es? Wo ist es? Da. Mhm. Ja. Stellen wir her. So. Na? Gehe ich hier nochmal dran? Jo. Ach so, wie ist es mit Aufwerten? Schaffe ich noch nicht, oder? 24, was habe ich denn? Was habe ich denn hier so? Ne, das reicht alles nicht. Komm jederzeit wieder. Juhu. Genau, Irina, ich habe was du brauchst. Oh, du bist's. Ich, der Chief wird mich. Kann ich nicht. Dann lass sehen, was du hast. Sitzt wie angegossen, würde ich sagen. Danke. Ich schulde dir was. Du hast mir da einigen Ärger erspart. Ich muss los. Mach ich. Wahrscheinlich dank dir, hm? Ja gut. Dann hätten wir das. Mal gucken. Hat sie noch irgendwas anderes zu sagen? Danke nochmal für deine Hilfe. Ich werde das nicht vergessen. Schätze, du hast mir den Hals gerettet. Okay. Ich muss los. Mach ich. Okay. So. Also sie steht dann. Oder ich stehe in ihrer Gunst. Ich glaube, da unten war es auch bis jetzt geschlossen. Sollte ich mir aus der Nähe angucken. Na? Den Bergschutz. Komm, nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Oder? Doch. Weil es geht da hinten irgendwie weiter. Da gab es Aufzug. Nein. Nein. Wo ist diese Scheißdrohne? Habe ich die auch zerstört? Ne, da oben. Komm her! Okay. Also da ging ein Aufzug nach oben, ne? Nehme ich aber noch nicht, obwohl. Ja klar, da geht's ja weiter, ne? Ich habe aber da unten gerade gesehen, ne? Da gab's ein Türchen. Hier ist allerdings so ein stinkender Köter. Ich hab gehört, dass die heißen Hund. Also hier der Gegnertyp ist ein Hund. Oh komm! Nicht gut. Das war nicht gut von mir. Ach ja, und die Drohne. Ich hatte hier eine andere. Sonst. Warte mal. So, nee, nicht das. Wie ging das denn nochmal? Flammenwerfer. Erschütterungsmodul. Genau. So. Genau. Also. Schönen Tag, Warren. Schönen Tag, Warren. Okay. So, jetzt mal. Erstmal gegen den hier kämpfen. Geht doch. Nee, das
war total verkehrt. Ach! Oh Gott. Ja, das ist ziemlich schlecht. Okay. Na gut, war das jetzt nicht, was ich da gemacht habe. Oh, noch einer. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Versuch mal hier durchzurennen. Heute bei uns zu Gast erneut Jonah Guttenberg, Gründer und CEO von Creo. Jonah, danke, dass du dir... Ach so, da, doch. Das... Nein! Ja, das war ja auch dumm. Aber, okay. Ich renne jetzt hier durch und hol mir meine Kröten. Und ich lag falsch. Dieser Durchgang, Sicherheit bei der Arbeit ist, der war schon immer offen. Priorität. Guck mal, jetzt ist sie weg. Und sollte auch deine sein. Gut, aber dann weiß ich, dass ich da nicht mehr hin brauche. Es geht nach oben. Mit dem Fahrstuhl. Einfach. Okay. Zack. Nein. Nee, 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 weg, 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 weg. Oh Gott. Ich werde da so doof gestaggert, da komme ich nicht mehr weg. Aber wenigstens ist das Altmetall jetzt ein bisschen näher dran. Komm, das muss man doch jetzt schaffen. Sei vorsichtig da draußen. Ah, ganz schön heftige Startschwierigkeiten hier. So, nee, der Körper ist ja ungerüstet. Unausgerüstet, meine ich. Ungeschützt. So. So irgendwie. Ah. So, nun rennen wir hier durch. Und zack. Nein! Das war ein bisschen knapp. Komm. Gut. Jo, okay, dann fahren wir jetzt mit dem Aufzug. Es geht aufwärts. Aha. Vorstandsebene. Okay, das war ja ein lang ersehntes Ziel. Nicht erfasster Bereich. Aha. Und hier ist ein extra Lift. Verbindung fehlgeschlagen.
Aha, OBS. Aber hier ist geschlossen. Hier. Geht das nicht auf? Und hier geht auch nichts auf. Willkommen. Ah. Steuerung. Access strictly forbidden. Bist du befugt, dich in diesem Sektor aufzuhalten? Na klar. Da geht's nicht weiter. Willkommen. Ich wusste, du schaffst es. Ich wusste es. Warren? Ja. Bist du noch da? Ja, ja. Warnung. Aktiver Sicherheitsalarm in diesem Sektor. Ich habe keine Sekunde an dir gezweifelt. Die Vorstandsebene muss gleich um die Ecke sein. Bitte sei vorsichtig. Du bist jetzt so nah dran. Das Wichtigste ist, dass du dich frei bewegen kannst, sonst kommst du nicht weit. Du wirst irgendeine Art von Autorisierung brauchen. Vielleicht einen Berechtigungscode oder einen geborgten Ausweis. Unser Primärziel ist der Vorstand. Wir müssen ihn finden. Und bitte, geh keine unnötigen Risiken ein. Ich will dich nicht verlieren. Nicht jetzt. Ich denke, ich habe mich an dich gewöhnt. Mhm. Wo kann ich den Vorstand finden? Was glaubst du? Im Konferenzraum. Musstest du wirklich danach fragen? Was weißt du über diesen Sektor? Irgendwas, das ich auch wissen sollte? Ich fand ihn immer aufregend. Das Herz von Cream. Die Entscheidungen, die hier gemacht werden, verändern die Welt. Und wir können hier Hilfe finden, Warren. Das weiß ich. Wo steckst du? Du hast gesagt, du sitzt auf der Vorstandsebene fest. Ich bin hier. Wenn du die Sperre aufhebst, sollten sich alle Türen öffnen. Wir treffen uns im Konferenzraum, sobald du die Firewall abgeschaltet hast. Wir beenden diesen Albtraum, Warren. Ein für alle Mal. Sehr gut. Denke, ich sollte dann los. Bitte gib auf dich acht. Wir sind so nah dran. Also, Konferenzraum. Dann wollen wir mal sie nicht länger warten lassen. Oh. Ja, warte mal kurz. Aufwerten. Genau, das kann ich nicht aufwerten. Das kann ich auch nicht aufwerten. Hier ist so ein Warnung. Aktiver Sicherheitsalarm in diesem Sektor. Da kann ich nicht mit interagieren. Okay, sei vorsichtig da draußen. Ja, Konferenzraum. Ne? Panoptikon. Bitte willkommen. Oh, komm. Komm. Nein, das kann nicht dein Ernst sein. Hallo. Komm, ich geh nochmal dran. Dieser Bereich ist ausschließlich dem Werksschutz vorbehalten. Nee. Achso, jetzt kann ich sogar eine Kernleistung erhöhen. Ah. Und. Ah ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, was haben wir denn? Erhöht die maximale Ausdauer abhängig von Kernleistung. Das hört sich gut an. Aber dann sollte ich das doch hier mit. Ersetzen. Gucken, was hat sich getan? Ah ja. Ach, guck mal. Warte mal. Das ist ja hier, erhöht die maximale Lebensenergie, ne? Und das erhöht die maximale Lebensenergie. Genau. Nehmen wir doch das hier rein. Oh ja. Oh, das ist gut. Denn davon habe ich ja noch eins, oder? Ach nee, doch nicht. Aber was ist das? Injektion, die Leben wiederherstellt. Genau. Hier.
So. Genau, jetzt habe ich 9. 9 von den guten. Sehr schön, sehr schön. Ich komme immer näher ans Ziel. Das habe ich nicht besser. Genau. Aber ist okay. Das lasse ich drin. So, jetzt mal schauen. Ach so, was haben wir denn da oben noch? Aha. Erhöht bei entsprechender Energie das Angriffstempo. Das habe ich noch nie in Anspruch genommen, glaube ich. Oder gesehen, dass das irgendwas bringt. Also, verleiht Waffen einen Bonus in Elementarschaden. Ich weiß nicht, ob ich Elementarschaden habe. Erhöht die entsprechende hohe Energie die Wucht. Erhöht bei entsprechender hohen Energie das Angriffstempo. Verbessert die Waffenkenntnis zu gewinnen bei einseitig montiert. Verleiht Waffen physischen Bonusschaden. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Injektion, die Energie nutzt, um Leben wiederherzustellen. Was? Injektion, die Energie nutzt? Ah! Das ist nicht verkehrt, oder? Nehmen wir das. Kann man sich da mit heilen, mit der Energie? Mhm. Okay, was haben wir denn noch? Ich sortiere mal nach Namen. Festimplantate, Injektion, Steckimplantate, alle. Nee, ich wollte das irgendwie sortieren. Wie kann ich das denn sortieren? Sortieren. R3. Neuster. MK, genau. Das Ding hier ist wahrscheinlich eine Quest-Sache, aber ich kann das auch nutzen. Verlangsamung. Maximale Ausdauer. Meine Ausdauer ist nicht verkehrt, ne? So genug, so viel Ausdauer wie möglich zu haben. Schadenrune verleiht Waffen. Verringert Energieverlust unterhalb von 30 der maximale. Okay. Beim Blocken, ich blocke nie. Wiederherzustellen. Was ist das? Erhöht bei niedriger Leben die passive Regeneration. Ist aber. Ja, ich glaube, ich nehme Ausdauer. Hat das was gebracht? Warte mal kurz. Wenn ich hier was anderes reinsetze? Achso, ich muss an die Mediway. Oh, es bringt aber ganz wenig. Ne? Okay, ich lasse das aber trotzdem jetzt drin. Und dann geht's weiter. Ach, der ist nicht mal da? Ach doch, 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 doch. Der. Ein Freund, der ohne Kopf. Und. Oh, ich dachte, der wäre tot. Nein, ist er nicht. Sind hier überall die vom Werkschutz, ne? Gut, ich könnte es mir natürlich auch leicht machen. Aber ja. Ah ja. Jetzt konnte ich mich mit Energie heilen. Das ist doch sehr, sehr gut. Na
Nein. Und zack. Oh. Bist du befugt? Bitte komme wieder, wenn der Bereich sicher ist. Mist. Dieser Bereich ist ausschließlich dem Werksschutz vorbehalten. MK3, Portierung. Gut. Was haben wir denn hier? Da ist ein Durchgang. Okay. Dieser Bereich ist ausschließlich dem Werkschutz. Ja. Kann ich auch nichts für. Diese Schlampe wollte mich umbringen, ich weiß es. Sie hat mich in die Werkschutzbereiche geschickt, mitten durch das scheiß Hauptquartier. Hat gesagt, es gäbe keinen anderen Weg. Sicher. Das Lüftungssystem wäre eine gute Option gewesen. Sogar der Haupteingang war weniger bewacht. Ich bin fast draufgegangen wegen ihr. Ich bin so dämlich, all mein Vertrauen in sie zu setzen. Aber wen habe ich sonst? Von wem ist da die Rede? Also ich habe unten da so einen Aufzug, dann gehe ich da mal erstmal dran. Da ist noch ein Aufzug. Mann, schon wieder so viele Aufzüge. Gut. Eins nach dem anderen. Erstmal zu den hier unten. Aha, das ist ja sehr nützlich. Warte mal, da war ein Aufzug. Wo war denn noch ein Aufzug? Ich hatte doch drei Aufzüge. Ach so, ja, natürlich. Den da. Ja, ja. So, hier. Hier geht's weiter. Jetzt nach unten. Wieder ein Aufzug. Ach, guck mal. Schrotthaufen. Ein großer, rostiger Schrotthaufen. Korrekt. Das Netzwerk ist immer noch offline. Das heißt, keine internen Sensoren oder Kameras. Aber wir haben hier eine Spannungsspitze bei einem der Personenaufzüge. Das heißt, wir haben einen Eindringling auf diesem Stockwerk. Ich will sofort zusätzliche Kräfte vor dem Konferenzraum. Nichts und niemand kommt durch. Oh Gott, was haben... In der Zwischenzeit geht ihr zwei und checkt den Bereich um den Aufzug. Die Koordinaten wurden bereits gesendet. Keine Spielchen, keine Warnung. Jegliches unbefugtes Personal wird sofort ausgeschaltet. Ups. Ups. Black Zeberus. Ja, wo und da... Wo wartet ihr? Ausrücken. Ausrücken? Ja. Okay, okay. Die suchen mich jetzt. Und da hinten. Ups. Da gehen die Tore zu. Und da hinten ist der nächste Boss.
Aha. So. You are here. Towering Eye. Mhm. Interessant. Wie sagt das nie viel? Sicherheitstor. Kann ja mal noch mal versuchen, aber wüsste nicht, dass es klappt. Zugangsberechtigung konnte nicht bestätigt werden. Na sowas. Jo, und hier geht's nach unten. Zum nächsten Boss, nehme ich an. Oh. Hab ich eigentlich keinen Bock, ne? Wohl gut, 5000. Geht so. Aber einen anderen Weg. Ich komme hier nicht mehr weg. Ne? Einen anderen Weg gibt's nicht. Ich bin hier runtergeplumpst. Und das ist die einzige Möglichkeit jetzt. Okay. Hi. Waffen fallen lassen und ruhig mitkommen. Ach so. Oder lass es. Mir ist es gleich. Ah, du bist der Boss. Okay. Lang Sibelius oder sowas. Ah. Nein. Oh Gott, was macht er? Ja, das war so klar, dass es daraus hinausläuft. Also, was macht er? Achso, das ist doch so ein Teil, gegen den ich schon mal gekämpft habe. Das war doch der erste Boss. Ah! Diese... Wie ist er? Bitte? Bitte was? Ich glaube, der... hat dazugelernt. Nein! Mann! Ach. Ich war abgelenkt mit dem Energieheilung-Ding. Vielleicht sollte ich da erstmal. Auffälliges Verhalten sollte stets euren nicht nochmal dahin gehen. Ich glaube, da gab es noch eine andere Option. Benötigst du Unterstützung? Nein. Lockdown in Kraft. Benötigst du Unterstützung? Okay. Geht so. So. Ich dachte, da lag was. Ist ja noch einer. Genau.
So. Ach, da liegt ja was. Der ist außer Betrieb. Gut. Genau, da bin ich runter. Ach so. Ist die einzige, ist der einzige Weg. Unangenehm. Wie viel Zeit habe ich? Weil ich habe da noch eine andere Idee. Ich meine, wenn ich jetzt den Boss nochmal mache. Achso, ja, die Zeit reicht ja sowieso nicht. Dann gehe ich nämlich jetzt hier nochmal einen Schritt zurück. Ja, wir haben gesehen, was der Boss kann. Sah jetzt nicht unmöglich aus. Bist du befugt, dich in diesem Sektor aufzuhalten? Klar. Was ich nämlich noch gesehen hatte, war was anderes. Und zwar, dass es da noch... ach, ich komme nicht mehr zurück. Doch. Gut. Dass es da noch in einen vorherigen Bereich noch was gibt für mich. Ich habe mich da ein bisschen spoilern lassen. Und das ist dann nochmal eine Stelle, wo ich nochmal hin möchte, bevor ich da nicht mehr ganz zurückkomme. Ja, ich muss ein bisschen rekapitulieren, wie ich da genau hinkomme. Da wird wahrscheinlich auch die Zeit jetzt nicht ausreichen. Aber mal schauen. So, Türchen geht auf. Genau, jetzt bin ich ja hier. Ich würde gerne einfach nur da durchrennen. So. So zum Beispiel. Genau, dann gehe ich hier an die... an diese Mediway hier. Schön, dich zu sehen. Um zu speichern oder so. Dachte ich jetzt. Genau, dann speichere ich hier. Und... komm jederzeit wieder. Mal überlegen, wo war das denn? Wo war das denn? Wow. Nein. Nein. Oh, ich sterbe hier. Das ist zu eng. Mit diesem Stab macht er mich fertig. Okay. Ich glaube, es reicht mir jetzt auch. Dann gucke ich mir nochmal an, wie ich da hinkomme. Und in der nächsten Folge erreiche ich das dann hoffentlich dann bald. Ja. Also... gut, ich bin bis zu diesem, wie heißt das, Vorstandsebene vorgedrungen. Nächster Boss wartet auf mich, den ich jetzt kennengelernt habe. Zuerst möchte ich da noch etwas nachholen, was ich irgendwie übersehen haben muss. Jo, war eine gute Folge, ein bisschen Progress gemacht. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haut rein.